Schütze das Problem, du verteidigst dich wie ein Fremdgeher. Ja. Sag die Wahrheit. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Ja. Wenn du jetzt lügst, ist was wirklich. Guck mal, oh mein Gott, was? Das ist krass. Ich check immer nicht, sind das persönliche Probleme, die mir hier miteinander sagen? Das sind die Regeln. 8 Spieler, 8 Karten. 2 für die Mafia, 6 für die Bürger. Die Karten werden zufällig von allen Teilnehmern gezogen. Gespielt wird in Runden, bestehend aus Tag und Nacht. In der ersten Nacht offenbaren die Mafiosi sich gegenseitig ihre Identität. Alle anderen Augen bleiben geschlossen. Dann können alle ihre Augen öffnen und das Spiel beginnt. Am Tag wird diskutiert, wer Mafia sein könnte. Am Ende des Tages wird eine Person durch Mehrheit rausgewählt. Diese muss ihre Rolle offenbaren. Ab der zweiten Nacht darf die Mafia zusätzlich eine weitere Person töten. Aber unter den 6 Bürgern gibt es noch eine spezielle Rolle. Der Heiler kann jede Nacht eine Person schützen. Wenn er die Person auswählt, die die Mafia töten wollte, bleibt die Person im Spiel und die Kraft des Heilers erlischt. Das Spiel endet, wenn beide Mafiosi eliminiert wurden oder die Anzahl der Mafia und Bürger gleich ist. Lasst das Spiel beginnen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal jetzt. Normalerweise würde ich das Ganze jetzt hier anmoderieren, aber ich habe den schlechtesten Moderator aller Zeiten hier in dieser Runde, der so nervös ist und zu einem richtig, wirklich Schrott, so wie Inisa immer sagt, Schrott, Journalist auf einmal wird und Kenner. Sophie, mach mal bitte eine Anmoderation jetzt für diese Runde, jetzt in diese Kamera da. Hier? Ja, okay. So, dann erstmal danke, Pascha, dass ich hier sein darf. So, wir fangen dann an mit einer neuen Folge Mafia. Wir haben natürlich hier tolle Gäste dabei. Wer ihn verfolgt, weiß, dass er gelegentlich gerne online zockt. Aber ist der Face-to-Face ein genauso guter Spieler wie in der virtuellen Welt? Begrüßt Daniel! Sie ist wortgewandt und jederzeit kampfbereit. Herzlich willkommen, OG Lou! Ihr wolltet ihn zurück, nun habt ihr ihn. Frankfurter Ikone, hier ist Moduzzi! Und mittendrin ist unsere Gastgeberin, die wie immer nur ein Ziel kennt. Gewinn! Say hello to Pascha! Sie bedarf eigentlich keiner Vorstellung. Dieser Traum von einer Frau hat im Sturm die Herzen aller Mafia-Fans erobert, inklusive meinem. Hier ist the one and only Inisa Amani, ladies and gentlemen! Pashas Frenemy Number One ist wieder am Start. Ein junger Charmeur, der die Herzen der ZuschauerInnen höher schlagen lässt. Willkommen zurück, Sufjan! Nix auf dem Schirm, nix! Und auch heute haben wir wieder eine Wildcard aus dem Publikum gezogen, die glaubt, alle anderen überlisten zu können. Begrüßt Mehtar! Auch er betritt zum ersten Mal die Mafia-Arena. Als Comedian, Moderator und ehrenamtlicher Brezeltester vereint er Ausstrahlung, Überzeugungskraft und den Blick für jedes kleinste Detail. Macht Lärm für Aurel! Ich glaube, es wird heute eine sehr, sehr tolle Runde. Die Nacht bricht ein. So viel ist jetzt aufgestanden. Mafia, öffnet die Augen. Hart. Heiler, öffne deine Augen. Ich bin der Heiler, mein Name ist Sufjan. Das fuckt so ab. Ich schaue auch gerade in die Kamera, meine Augen sind sogar offen. Der Tag bricht an. Es ist immer sehr, sehr schwierig, jetzt sagen zu müssen, wer es ist. Es ist Sufjan, weil der hat zu viel Spaß heute. Nein. In den anderen Runden bist du mal voll still, die macht das gar keinen Spaß. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja. Wie krass war diese Heiler an Moderation gerade? Krass. Ich glaube nicht, weil er so laut ist und so das ist. Ja. Er würde normalerweise als Mafia, denke ich, oder er hat es schon so oft gespielt, dass er quasi umgekehrte Psychologie macht. Ich dachte, aber er hätte jetzt nicht so laut geredet. Nein, der ist immer, kurz, der ist niemand ist jetzt tot. Aber wenn er Mafia ist, egal, war was er schon ist, mal der ist immer völlig durch. Ja, aber war er schon mal Mafia? War mal zusammen. Und war er dann auch so? Wie ja, der ist immer so. Glücksgefühle. Das Ding ist, also ich versuche ihn ja gerade zu verstehen, weil ja. Der ist noch nie aufgestanden. Bei einer, oder, also immer ich motiviert, hab viel geschlafen. Er war heute mal nicht. Also, dann weiß ich nicht. Er war gestern nicht. Mal was feiern. War ich denn nicht? Was? Feiern. Gestern. Alles gut, Bro. Okay. Was ist los mit dir? Ja, letztes Mal hast du gesagt, du hast mit einer Chaya und alles. Mit zwei habe ich gesagt, mit zwei Frauen. Mit zwei Frauen, okay. So viel bist du? Nichts, ich bin auch komplett was überfordert. Was ist jetzt gerade? Das also, wir versuchen gerade herauszufinden, wer es sein könnte. Ich glaube, du kennst ja bereits ein paar Folgen. Ich kenne alle Folgen. Perfekt. Hammer. Was ist es jetzt gerade so für dich? Also, wie sieht es so aus? So? Ich bin noch am Beobachten, aber ich habe an Inisa eine Frage. Ja. Bist du es? Nein.
Ich bin Bürger. Okay, ich glaube ihr. Ich glaube ihr, weil in der anderen Folge, wo sie Mafiosi war, hat sie so den hier gemacht. So, nein, ich bin's nicht. Habe ich deswegen, so gemacht? Aber sie hat, ja, diesmal jetzt so gemacht, dass sie natürlich. Nee, die war ganz ruhig. Ich bin Bürgerin. Aber ich selber glaube, aber das jetzt, weil ich euch, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, warum ich einfach so glaube, ich glaube, dass Daniel ist. Guck mal, einfach und, so. Und bei so Lou glaube ich es nicht, weil sie so das, weiß ich nicht, bei Lou glaube ich es nicht. Mo vielleicht, bei dir kann ich es auch null einschätzen. Meshtab denke ich auch vielleicht, weil sie so auch so Pokerfest hat, aber ich kenne sie nicht gut genug. Und Aurel hat, glaube ich nicht, dass er dann genau dieses, also der hat sich ja sehr auffällig verhalten, das wäre ja sehr dumm, wenn er echt Mafia wäre. Aber vielleicht hat er auch extra diese Auffällige gemacht, aber das ist ja Psychologie. Davor gesagt, genau, vielleicht hat er auch umgekehrte Psychologie gemacht. Weil ihr habt davor gesagt, Jopo hat so auffällig gemacht und dann ist er reingegangen, dann dachte er, wenn ich jetzt auch auffällig mache, dann denken sie mich noch mal. Nein, das denkt er nicht. Aber das könnte ich auch denken, wenn ich Bürger wäre. Ja, alles ist möglich, aber wäre auch dumm, wenn du, ach, ich weiß auch nicht. Ich wollte in dieser Runde wollte ich sofort Mafia werden. Wirklich sofort. Aber bist du es? Paschat, weißt du, was mich ein bisschen nervt? Du hast ja gesagt, so Enisa, die ist so, also du hast vorher gesagt, so Mafia ist die richtige. Ey, weißt du warum? Aber warte mal. Ja, er argumentiert. Ja, ganz kurz, er war super chillvoll. Ja, Bruder, ich will doch die Mafia. Bruder, ich hab nichts getan. Zuschauer. Nein, aber du hast nicht echt nichts getan. Ich spreche gar nicht mehr mit euch aus. Ich rede nur mit Zuschauer. Merkst du? Ihr wisst, dass ich nicht bin. Der hat doch eine Luft geschlafen. Aber er hat Enisa gesagt. Warum hat der Enisa gesagt? Warte mal, weil du hast ja aktiv als Erster. Nein. Zuschauer, wo ist meine Kamera? Zuschauer, ihr habt gesehen. Aber habt ihr gesehen, wie ich das durchschaue? Ich sag jetzt, Daniel ist Mafia. Wenn ich Unrecht habe, hatte ich Unrecht. Aber nur, dass ihr seht, wie ich Sachen durchschaue. Deswegen habe ich auch das erste Mal gewonnen. Die hat schon das Kommando genommen, ist doch auch für mich suspekt. Mach nichts, wähl mich raus. Ist raus, Suspekt. Ich gehe da hinten etwas essen. Guck mal, ihr könnt doch so machen. Wähl mich raus. Aber danach sagt ihr einmal, Enisa, du hast recht wegen Daniel. Hä, wie schlecht? Wähl mich raus. Bruder, ich will diese Runde jetzt gerade nicht verlieren. Wähl mich raus. Ich check immer nicht. Sind das persönliche Probleme, die mir hier miteinander haben? Wir kennen uns heute das erste Mal gesehen. Und er ist Armenier und ich habe ein großes Faible für Armenien. Ich mag armenische Menschen. Wir sehen uns heute das allererste Mal. Entschuldigung, er ist Aramäer. Ich habe jetzt schon Hass auf dich. Ja, weil er spricht Aramäisch. Er spricht Aramäisch und ist einer der Schönsten. Ich würde mich auch wählen, gell? Ich brauche keine Angst zu haben. Aramäisch. Wo will einfach jetzt auch wählen? Nee, weil ich schmecke mir beim Gespräch. Guck mal, Aramäer, das ist die Sprache von Jesus. Jesus hat Aramäisch gesprochen. Wenn du jetzt lügst, ist wirklich. Guck mal, oh mein Gott, was? Das ist krass! Das ist krass! Wer die Sprache von Jesus fließend spricht und du hast gesagt, du sprichst die fließend, du darfst nicht lügen. Okay, ich bin Bürger. So, was willst du jetzt gerade von mir? Tamam, dann hast du es gesagt. Du bist Bürger. Glaub ich dir. Aber weißt du, was für nichts? Warte mal. Ja, ich habe gerade gesagt, im Namen von Jesus, wenn er lügt, dann ist dein Problem. Das ist so krass, Bruder. Oh mein Gott. Du Dreck. Tamam, ich glaube ihm doch. Ich sag, ich glaube dir. Ich glaube dir doch. Wir haben eine Sache, eine grundlegende Regel. Also wir ziehen eigentlich Religion nicht mit rein und schwören. Aber ich hab's jetzt haben wir Jesus jetzt schon hier. Was, also ja, aber ich hab nicht gesagt, er soll schwören. Das hätte ich niemals von ihm verlangt. Schwören ist im Namen von Jesus. Aber er hat's nicht gesagt. Du darfst ja nicht ihn dazu bringen, dass er irgendwas schwört oder so. Ich hab was gesagt, dafür kann er ja nichts. Bruder, ich sitze hier nur. Ich habe geatmet und das war die Sache. Ich liebe Jesus sehr. Aurel, ich liebe Jesus. Ich sag ja nur, Ich glaube nicht, dass du Mafia bist. Also ich check aber auch nicht, woher das so kommt. Du hast einfach so Kommando genommen. Der ist es einfach. Ist auch mein Gefühl. Dieses Ding ist doch Gefühl. Aber das guck mal, wäre ich ja Mafia, ich würde mir erstmal das Vertrauen von allen holen. Aber Daniel, dieses Game ist ein Hundeinstinkt. Ich weiß, warum Instinktiv sagen wir dann wie. Dankeschön. Aber warum nimmt sie Enisa so einen Schutzpasch hat? Jetzt hat sie es, weil Lili jetzt kommt. Das muss ich jetzt aber wirklich sagen. Das ist wirklich ein guter Call, ernst. Aber sie hat was Gutes jetzt. Aber warum nimmst du sie so in Schutz? Kann ja auch sein, dass ihr beide Mafia seid.
oder nicht? Weißt du warum? Nein, Meshtap hat eben gesagt, vielleicht habt ihr es nicht gehört, sie hat gesagt, sie hat alle Folgen richtig studiert und sie hat gesagt, sie hat die Folge... Ja, aber nicht, wenn sie Mafia ist und du Mafia bist, kann sie genug studiert nein, haben. Nein, nein, da hast du recht. Wenn wir beide Mafia wären, wäre das ein krasses Game. Also wäre das ein Game von uns, so dass wir das machen. Aber sie hat gesagt, sie hat alle Folgen studiert und sie hat gesagt, sie hat genau geguckt, meine Körpersprache bei dem Spiel, wo ich Mafia war. Ja, das sagt ja trotzdem. Du hast recht. Deswegen sage ich, ich gehe mit Instinkt. Ey, guck mal, dieses Spiel ist ein Instinktspiel. Deswegen sage ich auch immer, wenn jemand was Gutes sagt, wie Lu gerade, sage ich immer, sie hat recht. Siehst du, ich sage dann nicht, nein, könnte nicht sein, aber ich sage, sie hat recht. Das ist ein Instinktspiel. Ja. Wer krasseren Instinkt hat, gewinnt dieses Game. Punkt, fertig, aus. Genau, mein Instinkt sagt mir bis jetzt, ich kann auch komplett falsch liegen, bis jetzt ist der Einzige, der für mich sich verdächtig gemacht hat, aber das kann ich gar nicht so logisch erklären, waren durch ein paar Moves von Daniel. Ich kann aber auch falsch liegen. Einfach nur, weil ich so lebe. So, kann falsch liegen, aber darum geht's doch. Und ja, ich glaube, so. Ich habe einen sehr guten Instinkt und deswegen habe ich das erste Game gewonnen. Ich kann aber auch komplett falsch liegen, oder ist es nicht? Und ich kann es immer noch auch selber sein. Das ist also ich habe bis jetzt jedes Spiel gewonnen und deswegen möchte ich auch wirklich aktiv, dass wir weiter... Das und deswegen möchte ich auch, dass wir aktiv jetzt auch heute gewinnen. Und was warst du jedes Mal bei den anderen Spielen? Ja gut, ich war andere Male war ich Joker und Mafia, aber heute will ich mal als Bürger sein. Joker jetzt auch, oder? Joker war damals, nein, es war einmal... Guck mal, das fand ich jetzt sehr ehrlich. Kann sein, aber guck mal, weißt du, was mich halt ein bisschen nervt? Ich will dich gar nicht beschuldigen oder so, aber wenn ich Mafia bin, dann würde ich auch direkt erstmal Kommando übernehmen, Vertrauen von jedem reinholen. Ich aber nicht. Als ich Mafia war, nein, aber als ich Mafia war, war ich sehr zurückhaltend. Ja, das stimmt. Okay, aber würdest du zweimal dasselbe Spiel spielen? Ja, eben. Das wäre ja auch unklug. Kann sein, aber deswegen sag ich doch, Daniel, geh dann mit deinem Instinkt. Sagt dir dein Instinkt gerade, ich bin Mafia? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du Mafia bist, aber ich fand es halt einfach komisch, dass du so bist. Du bist so ruhig. Ich? Ja, Mo. Ich höre gerade zu. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich höre gerade zu. Also mir geht's gut. Guck mich an, bist du Mafia? Nein. Ich bin's nicht. Ich glaub mir, warum? Ich hab ein Gefühl, wer es ist. Ich hab ein Gefühl, wer es ist. Hä? Moduzzi. Ja, danke. Der ist so ruhig. Ich? Danke. Danke. Der ist viel zu ruhig. Du bist müde und so, ich weiß aber. Nein, Bruder, ich höre gerade nur zu. Weil ich aber Paschat, warum? Weil im privaten Leben habe ich auch eine Führung wie ein Mafia-Boss. Deswegen höre ich gerade zu, wie ihr das gerade so untereinander versucht zu klären. Warum bist du nicht Mafia? Weil, wenn ich, wie was. Ich wusste, da kommt mit das rein. Die stellt mir gerade eine Frage wie so eine Bewerbungshelferin. Also, bist du Bürger? Ich bin Bürger, ja. Was ist dein Ziel heute? Dass ich dafür sorge, dass meine Bürger überleben. Wen würdest du jetzt beschuldigen? Guck mal in die Blicke an. Guck, wie konzentriert die uns gerade angucken beim Hören, beim Reden. Aurel und Meshtap? Ja, nein, Sophia? Sie nicht. Aurel? Inisa auf gar keinen Fall. Warum? Ich merke es. Ich habe Menschenkenntnisse. 100% sage ich, dass sie das nicht ist. Wenn sie die beiden sind, ja, ich sag, dass sie das auch nicht ist, weil die hat heute so eine zurückhaltende Position, wo aber ich das merke, ist doch verdächtig, oder ja, nicht? Weil ich habe auch gemerkt, wo du Mafia warst. Ja. Ich gucke ja die Folgen auch ab und zu, wenn ich duschen gehe und so, gucke ich die Folgen. Kannst du sagen, Minuten, dass du die richtig kontrollierst? Dann merke ich so, wer Mafia ist. Wichtig zu sagen. Aber ich sage euch die Wahrheit, du verhältst dich etwas wie ein Mafia, Inisa auf gar keinen Fall. Ja, weil die ein bisschen Touch von, die hält sich nicht zurück, die hat nichts zu befürchten. Die hält erst jetzt zurück. Richtig, genau. Die hat Vollgas gemacht, die Moderation. Ich beobachte die Blicke, weil manche die Blicke, du musst mal auf die Menschen achten. Wenn die zum Beispiel was zu befürchten haben, dann sind die voll konzentriert und hören die gerne zu. Weißt du, meine? Und wenn einer nichts zu befürchten hat, dann dreht er sich um, guckt dann den anderen an und blablabla. Aber immer wieder, wenn Inisa geredet hat, hast du deine Blicke und seine Blicke waren voll intensiv auf Inisa. Das heißt, Paschat und er haben sich auch krass angeguckt. Dass ihr beide und ihr habt das wahrscheinlich, nee, ihr habt das extra gemacht, weil ihr beide Mafia seid. Er hat mich angefaucht wie eine Katze. Nee. Gemacht. Ihr beide. Sagen, da sind wir uns doch alle einig, oder? Nein, sag jetzt nicht diesen Satz. Oder? Sag jetzt nicht diesen einen Satz. Sind uns alle einig? Boah, keine Ahnung, nein, ich bin mir überhaupt nicht einig. Doch, du weißt ganz genau, was es ist. Also gut, ich fand halt, Aurel, der sitzt halt so, Bruder, so an Seite, so ganz entspannt. 3, 2, 1. Keine Ahnung, aber. Aurel, du bist raus. Daniel, knapp, was ist los mit dir? Aber ganz kurz, habt ihr auf mich gezeigt? Nein, wir haben auf Daniel gezeigt. Aber ich bin sicher, dass Aurel Bürger. Aurel ist Bürger. Bezieh mich, Bürger. Ey, ich muss, doch, warum hört ihr nicht aber auf? Daniel ist auf jeden Fall. Das war doch eine Tiefe. Die Nacht bricht ein. Ich sterbe jetzt. Pause. Kippenpause, sagt jetzt sterbe ich, weil ich so einen krassen Instinkt habe. Mafia, öffnet die Augen. Ich würde so gerne die Augen aufmachen. Heiler, öffne deine Augen. War das Aurel? Der Tag bricht an. Meshtap,
du bist raus. Ich wusste es, aber ich hab's doch gesagt. Sorry, ich wollte eigentlich auch helfen. Niemals. Es tut mir leid. Also ich sag euch die Wahrheit, ich weiß nicht, ich kann es auch natürlich sein, aber diese Mafias, die gerade dabei sind, die haben es böse drauf. Ich habe euch gerade so erwischt, Jungs, wie ihr euch angeguckt habt. Wer, ich jetzt? Ja, Sophien und Daniel. Ja, ihr habt euch gerade so... Ich habe euch da erwischt gerade, ihr unglaublich schlechten Mafias-Spieler. Das war eine tote Theorie. Ich bin wirklich tot. Nicht tot. Also, okay. Ey, Bruder, wir haben uns angeguckt, weil es ein Witz war, den wir vorher gebracht haben. Das geht nicht gerade. Können wir gerade mal Tag Team? Daniel ist sicher. Findest du, er ist Bürger? Nein, sicher, er ist Mafia. 100%. Aber bei Sophia bin ich nicht sicher, aber bei ihm bin ich sicher. Aber guck mal, weißt du warum? Okay, warte mal. Erzähl. Also, danke, lieber Herr, dass ich dieses Nachtleben im Kopf habe. Okay, und euch, ich kenne euren Blick, wenn euch eine Frau im Club gefällt. Ich mach mich doch nur lächerlich, wenn wir es dann nicht sehen. Das macht ihr jede Folge, denkt ihr, wir haben es gelesen. Immer. Ey, jede Folge. Ey, hört mir mal zu. Am offensichtlichsten nicht ist es Lou. Ja, man merkt das. Ja, die ist einfach gechillt. Die ist einfach da. Gar nicht, ja. Ja. Ich glaube, das, was Parshad sagt, und deswegen bitte uns vier, damit wir einfach gewinnen als Bürger. Ja, genau. Schnelle Runde, komm, wir gehen irgendwo essen, ich lade euch alle ein. Okay. Ja. Lasst uns, schnelle Runde, es ist Daniel und es ist eine Milliarde Prozent. Weil ich war vorher schon sicher, bei ihm nicht, aber bei... Warum hätte ich sie dann rausgeschmissen? Sie haben mich doch beschuldigt, das ist doch am dümmsten sogar. Ich bin es aktiv nicht, also aktiv. Also ich habe jede Anschuldigung. Ich bin Heiler, ich wollte mich selbst, ich war nur egoistisch. Du bist niemals Heiler, weil du vorhin ganz laut gesagt hast, ich mach mal die Augen auf, weil ich bin Heiler. Das wäre zu Ding, das zu sagen. Außer du. Ich habe sogar Tristan angeguckt und gesagt, wer ist denn? Wer wurde gewählt? Ja. Er konnte mir nicht sagen. Ich hatte Angst, deswegen habe ich mich selbst gehalten. Deswegen ist sie gestorben. Können wir nicht Team machen? Warte mal, ich habe jede Anschuldigung bis jetzt vernünftig argumentiert und auch richtig gesagt, was Sache ist. Vertrau doch meinen Instinkt. Wieso? Danach kann ich meinen eigenen Instinkt in Frage stellen. Okay, warte mal, wir gehen jetzt zu zweit einfach auf Inisa so. Dann überzeugt sie doch. Aber ihr habt euch auch gegenseitig nicht überzeugt. Doch, sie hatten nein. Wo denn? Sie kommt hier hin und sagt, ich kenne eure Blicke. Von erster Sekunde war ich überzeugt, dass du es bist. Spul zurück. Ja, ich war überzeugt. Das ist mein Instinkt. Bruder, wenn ich jetzt falsch liege, dann hört man mich mal hoch, verrat. Ich gehe auch auf Daniel. Das ist schon krass. Ey, das ist schon krass, dass sie genau die Harmlosen ausgewählt habt. Also ich verstehe nicht. Warte, wer war das? Okay, warte mal. Weißt du, Parshad, ganz kurz, guck mich mal bitte kurz. Weißt du, was nicht gerade anfangen? Dass er direkt auf den Zug springt. Ich verstehe es nicht. Bruder, ich war noch nie in einer Folge so sauer und aufimpulsiert, weil ich mich abpacke, wenn ich mich schuldig. Wenn du wirklich nicht bist. Bruder, das fällt mich ja extrem ab, deswegen. Dann würde ich mich selber Bruder, ich will gewinnen. Auch auf Aurel. Nee, sie hat auf mich gezeigt. Nein, Aurel hat auch auf Aurel gezeigt. Aurel war so safe, nicht Mafia, weil er ist das erste Mal da, ist jetzt nicht, dass er es 20 Mal gespielt hat. Der hat vorhin die ganzen Regeln gefragt. Das heißt, er kann gar nicht so taktisch denken, zu sagen, komm, ich mach umgekehrt. Aurel kam hier raus und hat dann so, wenn er Mafia wäre, wäre er extrem blöd, rauszukommen und so auf Mafia zu machen. Das heißt, er war safe und das wusstet ihr alle. Und die Mafiosi-Leute wussten das. Inisa argumentiert diesmal anders als in der anderen Folge, wo sie Mafia war. Deswegen wusste ich direkt, sie ist es nicht. Nee, die und Parshi sind es nicht. Und ihr habt ihn trotzdem rausgewählt. Und das war nicht so schlau, ihr hättet mich rausgewählt müssen, weil ich habe einen großen Vorteil. Ja, der Name alles. Das ist schon einfach nur. Hat sie auch gezeigt. Okay, alleine da. Parshi und ich. Inisa, warum habe ich dich dann nicht in der ersten Runde gewotet? Weil du warst ja die ganze Zeit. Vielleicht, genau, deswegen ja. Es wäre ja dumm. Nein, es wäre nicht smart gewesen, wenn du genau die ganze Zeit auf dich geht. Die Regel sagt dann, du bist dann der Nächste, der rausfliegt. Also, ich würde ein Experiment einfach starten, wenn ihr damit einverstanden seid. Ich würde Sophien rausgucken. Warum? Nein, ich bin wirklich aktiv Heiler. Nein, weil ich würde mal gerne, also weil wenn er das 100% ist, dann ist Daniel ist 1 Milliarde Prozent. Nein, das hat er als erstes. Du schlaue Maus. Nein. Das heißt, du willst, denk mal umgekehrt, angenommen, er ist dann Bürger, dann haben wir immer noch 2 Mafiosis. Also du bist ja bei ihm nicht sicher, aber bei ihm bist du sicher. Jetzt mach dich bei mir nicht verdächtig. Ich glaube so krass an dich. Ich glaube so krass an dich. Dann wenn du doch sagst, er ist 100%, die beiden, dann lass doch auf den gehen. Die haben sich gerade verdächtig gemacht. Du hast gerade voll geglaubt. Warte mal, Parshad, ganz kurz. Ich glaube, es ist Daniel. Ich glaube aber auch Sophien, weil irgendwie hat der voll Spaß in dieser Folge. Irgendwas stimmt hier nicht.
Warum bin ich denn? Bruder, wir haben so viele Runden schon miteinander. Hast du mich jemals so erlebt, dass ich so durchdrehe? Bruder, mich fuckt das ab. Bruder, mich fuckt das ab, wenn man mich beschuldigt und ich bin es nicht. Mich fuckt das richtig ab, ohne Spaß. Bruder, und vor allem. Nein, ich meine es aber auch wirklich nur so, weil sie beschuldigt mich und ihr glaubt das direkt und ich argumentiere es. Ja, aber das warum glaubst du es jetzt aber? Weil du so gemacht hast und du hast so viel so angeguckt und sie ist der One-Liebe. Das war, weißt du, warum? Weil wir haben doch am Anfang gesagt, die zwei. Kann man nicht argumentieren. Können wir bitte aufhören? Dieses Spiel beruht doch nicht auf logischem Denken. Jeder von uns hat ein blödes Dings gezogen. Das ist ja nicht, ey, guck mal, wie ich gerade aussehe, guck mal, mein Schulter ist gerade so. Das ist Instinkt. Und mein Instinkt sagt mir, du, Mo, vertraue ich, weil er auch sehr so instinktiv Sachen gesagt hat. Bei Pashi hat mich gerade nur verunsichert, sonst glaube ich ihr 100%, dass sie auf einmal gesagt hat, komm, wir gehen auf den, der nicht so sicher ist. Da war ich plötzlich so, hä, bist du vielleicht mit ihm zusammen in einem Boot? Aber das war jetzt nur so eine Sekunde. Bitte einfach raus, dann könnt ihr auch noch... Und danach hätte ich mal gesagt, wenn er nicht Mafia ist, für den Rest des Spiels sage ich nicht ein Pieps. Ihr werdet sehen, ich sitze einfach nur noch so. Für den Rest des Spiels. Weil dann habe ich verloren, dann liege ich falsch, dann liege ich stütze. Das Problem, du verteidigst dich wie ein Fremdgeher. Ja, sag die Wahrheit. Wer ohne ich? Wieder mein Gesicht. Er? Ja, er ohne wieder mein Gesicht, Leute. Fremdgeher, das ist alles. Lass sie sich freuen. Digga. Was sagst du, wer ist? Ja, okay, sag dann, wenn ihr sagt, sicher, will ich, dass jeder sagt, okay, ich bin sicher. So aber ganz kurz, Inisa, also für Daniel ist nicht ja, aber ganz kurz, ich möchte doch kurz nur für dir sagen, dass wenn du mich jetzt rausvotet, dann ich haben hab wir noch... Ich hab doch meine Strafe schon gesagt, ja, okay. Ich für den Rest der aber das bringt uns nichts, wenn wir am Ende verlieren, dann bringt es mir auch nichts, ja, weil wir sind am Ende des Tages schon noch zwei Mafiosis hier drin, die einfach das Ding gewinnen können. Ich vertraue auf meinen Instinkt, dass die Mafiosis gewinnen. Wie viel sind nochmal, wie viel Bürger Mafiosi ausgleichen? Ich vertraue auf. Wir haben immer noch zwei Mafiosi hier in der Runde. Also das ist unser Ding, wenn wir jetzt verkackten, Leute. Deswegen, das ist die Sache gelaufen, Alter. Bevor ihr mich rausruft, will ich, dass jeder voller Stolz sagt, ich bin mir 100% sicher, Sufian ist es. Ich habe die beste Menschenkenntnis hier. Oh, danach, wenn ich dann... Nein, ich bin bei Daniel. Was bin ich nochmal? Heiler bin. Kriegst mich nicht umentschieden. Dann. Wer ist Heiler? Noch zwei Minuten. Ich bin aktiv Heiler. Aktiv zu viel? Ich hab noch nie gesagt, ich poker doch immer, ich bin Mafia und so. Ich spiel doch. Du sagst jedes Mal aktiv, wenn du nervös bist. Ja, weil ich wirklich diesmal nicht bin. Du weißt doch, wie ich spiele. Du kennst doch meinen Spielstil. Wie viel aktiv? Ich fuck ab und so. Glaubst du, Daniel ist es? Ja. Warum? Weil je krasser er so spielt, desto härter ist er das. Der zweite Mafia? Und Mo. Oder sie. Weil sie hat einfach Red. Wer will hey, sie raus? Weil wir haben alle schon mal gezockt. Ja, hast du schon mal gespielt? Ich sag dir was. Wer will sie da raus? Wer macht das? Also brüderlich ist das auf gar keinen Fall. Ja, aber ich sag dir, du bist Mafia. Bei ihm weiß ich schon 100%. Weißt du, warum du und Pasha verteidigt sich als Heilerin. 100%. Ganz kurz, du machst verdächtig, weil du zum Heisen machst, wenn diese Heilersache kommt. Siehst du? Deswegen. Ja, weil ich bin. Und wie unangenehm, wenn man so dann noch Kamera sieht, ich die Augen aufmache und sage, wer und mich sogar wählen. Wir werden sehen dann mal. Bist du wirklich Heiler? Ja. Ey, das ist die anstrengendste Runde wirklich, für mich, ne? Wirklich, wirklich. Wirklich, die anstrengendste Runde. Ist er heiß? Ich will wirklich, dass wenn ihr sagt, ich bin's, dass jeder sagt, ich bin mir zu 100% sicher, Sufian, ich hab krasse Menschenkenntnis. Nein, nein, alle wegen Ego, damit wenn ich dann wirklich Heiler bin, dann unangenehm ist. Er will mein Dings wegmachen von Daniel. Vielleicht, du sagst, weil du bist er. Nein, warum? Was wollt ihr? Geh auf Daniel. Vielleicht ist er Partner von ihm. Ja, weil du auch allein als Mafiosi gewinnen kannst. Aber irgendwie versuchst du doch, von ihm wegzugehen. Ey, für mich ist das die anstrengendste Runde jemals, weil ich bin seit Runde 1 einfach beschuldigt, muss mich die ganze Zeit hier. Ja, stimmt. So richtig schlimm gerade, wirklich. Bruder, meine Haare werden grau. Ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich bin bereit. Ich habe meine Meinung aktiv geändert. Es ist Mo! Ja! Es ist Mo! Es ist Mo! Ich habe auch gerade gewählt! Ich hab's gerade gewählt! Weißt du warum? Warte, darf ich erklären? Warum? Ich muss ganz kurz den Ton nachmachen. Ich weiß, dass es Mo ist. Weil eben gerade, er ist so ungeduldig. Er sagt zu Tristan so, wie lange noch? Und dann macht er so. Ja. Hast du auch gesehen, diese leichte Lächeln danach? Die Zeit. Oh ja, ja, wild mich raus. Wild mich. Ist mir egal. Ja, ich kann auch Heiler sein. Ja, hä, was? Ja, Bruder, ich bin schon angestiegen. Bist du Heiler? Nein, was? Kannst du Heiler sein? Egal, weißt, egal. Das ist ekelhaft. Das egal, ist diese marokkanische Aura. Ich guck den an. Nein, du nein. Sie mir so. Ich kann auch Heiler sein. Ey, ich bin's ja nicht. Was ist denn? Sagt, ich bin Mafia. Ich bin Mafia. Meine Seele, ich bin's nicht. Ey, merkt die, ihr habt 5. 3, 2, 1. Vertraut mir. Mo, Duzi. Sufian, du bist raus.
Mafia, hä? Ja, was bist du? Hä, du Mafia? Ich wollte das erst niemals. Was? Ja, ja. Was? Ey, das ist so schlimm. Was? Ja, ja. 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 Ich will wieder mit dem Zuschauer reden. Lieber Zuschauer, ich bin wirklich sauer auf diese drei Leute, weil ich weiß nicht, weil Daniel, ich sag die ganze Zeit Daniel und keiner hört auf mich. Hört mich, hört ihr mich? Hier, Mikrofon. Ich sage die ganze Zeit Daniel und keiner hört auf mich. Und dieser zweite Mafiosi spielt voll das krasse Game. Der zweite. Weil bei Daniel, ich weiß es, aber keiner will auf mich hören. Mafia, öffnet die Augen. Der Tag bricht an. OG Lou, du bist dran. Was? Niemals! Und das? Ihr beide, warte mal, das war's mit der Runde. Somit hat die Mafia gewonnen. Auf Hackbasis, ich hab gewonnen. Weil ich sage die ganze Zeit. Und das ist krass, wir haben uns heute erst kennengelernt. Warte mal hier, wir haben uns heute erst kennengelernt. Und trotzdem habe ich auf Instinktbasis gesagt. So leicht warum glaubst du mir nicht, du Julie? Baba, ich schwöre auf mein Leben. Du hast erst am Ende gesagt. Ich hab erst am Ende gecheckt, dass er das ist. Nein, warum hast du? Ich war doch die ganze Zeit auf Daniel. Warum hast du nicht gesagt? So sauer war, der hab ich ein bisschen abgefickt. Ich sag gerade zu Lou. Lou ist wie Japo. Ich sag gerade zu Lou. Lou, warum glaubst du mir nicht? Ich sag, du warst doch Mafia. Wo schon alles rausgekommen ist. Ich so, nein, Lou, die zwei. Sagt sie, ach so, wer? Die ist wie Japo, wir müssen vorsichtig sein. Wir haben die so manipuliert. Die gar nicht. Wie ist denn mit Strafe und so, Paschi? Jetzt gibt's das nicht mehr. Strafen. Das war gerade Strafe genug. Ach so, okay, kann man. Ihr habt mich gefickt. Vielen Dank fürs Einschalten. Ey, Bruder, wir haben sie so manipuliert. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Auf jeden Fall, ich habe gewonnen mit dem Daniel. Ey, ich war mäßig Komplizin. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, du hattest viel Spaß bei dem Video. Um keine weiteren Comedy-Videos zu verpassen, abonniere sehr gerne den Kanal. Check auch die anderen Mafia-Folgen ab, die sind sehr wild. Und check auch das Video von Offen und Ehrlich ab. Da geht es um den Anzeigenhauptmeister. Wie geht's ihm heute? Das wissen wir nicht, deswegen einschalten.